Bevor es losgeht, folgendes. Falls dir meine Videos taugen und du sicherstellen willst, dass ich mehr davon mache, besteht die Möglichkeit, mich auf patreon.com/tapakapa monetär zu unterstützen. Wäret echt leibend. Dankeschön. 9. Juli 2010. Zwei Flugzeuge landen gegen Mittag am Flughafen Wien-Schwechat. Eine Maschine kommt aus New York, die andere aus Moskau. Aus beiden Flugzeugen steigen Personen aus, die mit einem schwarzen Lieferwagen zum jeweils anderen chauffiert werden. Nach 90 Minuten ist der Spuk wieder vorbei und beide Flugzeuge treten die Heimreise an. Was zu dem Zeitpunkt noch keiner weiß, es ist gerade ohne für Tamtam der größte russisch-amerikanische Gefangenenaustausch seit dem Kalten Krieg über die Bühne gegangen. Die Gefangenen waren aber nicht im Häfen, weil sie einen Kaugummi-Automaten ausgeräumt haben. Eher so wegen Hochverrat. 14 Personen, allesamt zumindest unter Spionageverdacht, werden von zwei Supermächten austauscht wie Fußballerpickerl. Und dafür fliegen sie nach Österreich? Komisch, oder? Immerhin reden wir von einem Land, das gerade einmal ein stolzes Promille der Weltbevölkerung stellt und so unbedeutend ist, dass es Reiche im Namen bei vielen nur einen verwirrten Lochanfall auslöst. Trotzdem ist es Land der Berge, Land am Strome, für Geheimdienste aus jedem Winkel der Erde ein beliebtes Operationsgebiet. Für Gefangenenaustausch, Lauschaktion oder Übergabe von mysteriösen Koffern. Das sage übrigens nicht nur ich, sondern auch der österreichische Verfassungsschutz. Dass du auf dem kleinen Fleckerl Erden nicht unbedingt ein riesiges Aufgebot internationaler Geheimdienste erwartest, sei dir vergeben. Weil als Spionageziel ist Österreich selber eher semi-aufregend. Aber in Österreich lassen sich andere Länder und Institutionen dafür umso besser ausspionieren. Und das kommt nicht von ungefähr. Österreich liegt mitten in Europa, hat eine gute Infrastruktur, die leichtes Ein- und Ausreisen erlaubt, ist politisch stabil, was sicherstellt, dass Recht und Ordnung herrscht, hat eine spionagefreundliche Rechtslage, mehr dazu in ein paar Minuten, immerwährende Neutralität, die militärische Bündnisfreiheit garantiert und eine politische, geld mir nix Einstellung, die neugieriges Nachfragen auf ein Minimum reduziert. Mehr als genug Gründe also, für den nächsten Spionageausflug nach Österreich zu kommen. Und weil es in Stixneisiel nicht gar so viel zum Spionieren gibt, am besten in Bundes- und Spionagehauptstadt Wien, wo du nach deiner Karriere als Spion sogar Bürgermeister werden kannst. Spionagetechnisch wird es in Wien ab 1945 erst so richtig interessant. Nach einer 7-jährigen Größenwahn-Episode in deutscher Co-Produktion wird Österreich wieder auf sein überschaubarer Kreis eingekocht und von den Besatzungsmächten brüderlich geviertelt. Frankreich holt sich Vorarlberg und Tirol, das Vereinigte Königreich, Osttirol, Kärnten und die Steiermark, die USA, Salzburg und Oberösterreich und die Sowjetunion, Niederösterreich und, vermutlich was im Osten liegt, nicht was sonst keiner haben wollte, das Burgenland. Und Wien, Wien, nur du allein, soll es auf alle Viere aufteilt sein. Jeder schnappt sich ein paar Gemeindebezirke und die innere Stadt verwaltet man wie eine große, ideologisch verfeindete Familie gemeinsam. Aber nur wenn man einen Weltkrieg lang gegen einen Sam Chaplin-Imitator kämpft, heißt es noch lange nicht, dass man deswegen nachher gut Freund ist. Also, ich bin auch für Freimarktwirtschaft und persönliche Freiheiten und den ganzen Gramure. Das ist schön zum Hören. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, der schmettert uns auch. Na sehr fein. Jetzt, wo wir alle Haverer sind, könnt's mir ja gern erzählen, wie man Atombomben baut. Die geopolitische Lage war immer noch mehr als angespannt und so hast du als Besatzer gedacht, wenn man schon so gnädlich an der schönen blauen, naja, grau-grünen Donau zusammensitzt, kann man den Aufenthalt gleich nutzen, um den potenziellen Feind von morgen in Karten zu schauen. Dafür hat man nicht nur eigenes Personal engagiert, sondern auch ganz normale österreichische Agenten, die mangels echter Geheimnisse Informationen aus der Zeitung hergenommen und für ein paar Schülling oder Flaschen Obstler an neugierige Nachrichtendienstler verscherbert haben. Und so huschen in Wien die Spione jahrelang ungehindert umher, bis Österreich 1955 in Staatsvertrag kriegt und damit frei, demokratisch und aus völlig freien Stücken neutral ist, auch wenn das im Staatsvertrag selber gar nicht drinsteht. Spioniert wird aber weiterhin, weil Kalter Krieg, Ost gegen West, da war es dann ganz aus mit den alliierten Gefühlen. Und du, Felix Austria, direkt am Eisernen Vorhang situiert, einzig zwischen NATO und dem bedauerlicherweise flaggenlosen Warschauer Pakt, hat eine gute Möglichkeit geboten, um den Feind auf sicherem Boden auszuforschen. Weil die Besatzungssoldaten jetzt aber alle schon wieder daheim waren, hat man sich was anderes überlegen müssen, wenn man seine Leute in Österreich einschleust. Glücklicherweise haben sie in Wien immer mehr Botschaften und internationale Organisationen angesiedelt, die nicht nur als Spionageziel fungieren, sondern auch als Einsetzen von Spionen erleichtern. Nämlich folgendermaßen. Du schickst Hausnummer 6 Diplomaten nach Wien, 4 davon lässt normal in der Botschaft hackeln und 2 können mit Diplomaten-Tarnumhang frei durch die Gegend spionieren. Und weil es durchs Wiener Übereinkommen über diplomatische Beziehungen, kurz WÜD, ja wirklich, von der Willkür von Staaten und Herrschern mit kurzer Zündschnur geschützt werden, sind es, egal was sie ausstellen, rechtlich unantastbar, weil diplomatische Immunität. Schlimmste, was passieren kann, du wirst als Persona non grata tituliert und in einen Flieger heimwärts gesteckt. Das Ganze geht sogar so weit, dass Länder Diplomaten, die sich nicht strafen können, wenn sie zu schnell fahren oder falsch parken, ganz inständig bitten, doch ihre Strafzettel zu zahlen. Freiwillig praktisch.
Und Ehre, wie mehr er gebührt, in Österreich macht's mehr als ein Drittel sogar. Aber ohne Trick 17 diplomatische Immunität hast du Spion in Österreich trotzdem nicht viel zu befürchten, solange du nicht gegen das Gastgeberland arbeitest. Lass mich das nochmal wiederholen. Spionage ist in Österreich legal. Beistrich, wenn es nicht gegen die Republik Österreich gerichtet ist. Bevor du jetzt aber anfängst, Glasfaser zum Verlegen und Nachtsichtgeräte einzumarkten, um die Nachrichtenkapazitäten vom Fürstentum Sealand auszubauen, sei darüber informiert, dass, wenn du einen militärischen Nachrichtendienst für fremde Macht auf österreichischem Staatsgebiet einrichtest, betreibst oder unterstützt, egal wer dazu ist, du dafür trotzdem in Häfen wandern kannst. Nur die 2 Jahre Maximalfreiheitsstrafe wirken ein bisschen läppisch, wenn du da denkst, dass aufgeflogene Spione woanders Poloniumflakes frühstücken. In den letzten Jahrzehnten hat sich viel verändert, aber nur weil du heute 2 Minuten vom Rodenplatz an Mäcki hast, heißt das nicht, dass es jetzt gleich viele Spione in Wien gibt wie Tiefseetaucher im Neusiedler See. Der eiserne Vorhang ist gegangen, die Spione sind blieben. Mit der Zeit, die von Brüssel Wien durch den EU-Hauptsitzbonus in Spionageaktivität zwar klar überholt haben, aber Balsam auf die Österreicher Seele, Wien ist immer noch wichtig. Je nach Quellen sollen heute 6, 7, 8.000 oder noch mehr ausländische Spione in Wien aktiv sein. Für eine Bevölkerung von ein bisschen unter 2 Millionen keine Lächelschance. Leider basieren die Zahlen aber nur auf einer Wagenschätzung von einem einzigen Geheimdienstexperten, der keine Anhaltspunkte liefert, wie er überhaupt auf 6 bis 8.000 kommt, weshalb man die Information in einen Karton verpacken, in Raketen stecken und auf den Mond schießen lassen kann, weil dort kann man damit genauso wenig anfangen wie ich beim Schreiben von dem Skript. Wir haben keine Ahnung, wie viele Spione in Wien sind, weil es Wert darauf legen, Überraschung, geheim zu agieren. Ich weiß ja zumindest nicht, dass schon mal einer bei Beruf Spion am Meldezettel geschrieben hat. So ein Thema wie Spionage, über das man bandweise flüstert, aber kein Wort redet, findest du halt leider kaum gesicherte Informationen. Und sogar wenn du ein paar Fakten mühselig zusammentragen hast, kannst du das oft nicht zu einem schlüssigen Bild zusammenfügen. Beispiel, wenn anno 2012 ein libyscher Ex-Premier spät nachts in Wien spazieren geht und in der Früh gefunden wird, wie er mit mehr Wasser als Luft in der Lungen in der Neuen Donau treibt, dann kann das mehrere Gründe haben. Vielleicht wollte er spontan ein bisschen planschen und ist mit einem Krampf im Haxen angesoffen. Oder er ist für einen von 1000 Gründen, die er während der Revolution ins Exil geflohener ehemaliger Despoten-Habschi angesammelt hat, zum Schweigen gebracht worden. Oder er ist einfach ausgerutscht, ins Wasser gefallen und untergegangen. Alles möglich. Allein die Informationen füllen und dann kannst eigentlich nur noch raten. Deshalb Standard-Spionage-Conclusio, ich weiß nicht. Meistens geht's aber nicht ganz so wild zu. Du stößt dir unter Spionage jetzt vielleicht vor, dass man streng geheime Dokumente fladert, der Reihe nach Leiter kragelt und mit einem Paragleiter davonzischt. Die Realität macht aus der James-Bond-Fantasie leider eine 5-stündige Burgtheateraufführung. In erster Linie werden Informationen gesammelt, über Politik, Wirtschaft und Sicherheit, aber auch über alles andere, was irgendwann relevant sein könnte. Was für ein Champagner trinkt der Herr Botschafter, wo geht er gern dinieren, hat er vielleicht ein Bandscherl auf der Seite oder heimliche Vorliebe für Motoreisenbahnen. Solche Sachen halt. Das heißt, du nimmst einmal alles, was du kriegen kannst, sammelst einen Berg voller Mist an und wenn die Zeit reif ist, ziehst du auch 2 nützliche Details raus. Aber warum lässt Österreich überhaupt zu, dass fremde Mächte auf seinem immerhin souveränen Staatsgebiet herumstehlen? Naja, fragen wir anders. Was kann Österreich schon dagegen machen? Andere Länder fragen nicht um Erlaubnis, bevor sie Spione herschicken. Sicher könnte man sich dagegen wehren, indem man Spione enttarnt oder heimwärts befördert. Aber damit schafft man eine Flut an diplomatische Scherereien. Ganz zu schweigen davon, dass man mal das Budget für einen Wunschtraum effektive Spionageabwehr aufbringen müsste. Es ist nicht so, als hätte sich Österreich groß um eine wichtige Rolle im globalen Spionagebetrieb gerissen. Aber so sind die Würfel halt einmal gefallen. Also am gescheitersten, du machst das Beste draus. Spionage ist ein Geschäft. Steigst kein auf die Zechen, gibt's eine Belohnung. Jedes Mal, wenn ein mit fettem Bärsel ausstaffierter Spion sich ein gepflogenes Achtel Rot einpfeift, ist es ein bisschen Trinkgeld für Vorderstaat. Und diplomatische Beziehungen erblühen ungeahnt, wenn man durch Wegschauen und guten Freundschaftsdienst erweist. Spionage ist vielleicht ein dreckiges Spiel, aber wer sich weigert mitzuspielen, hat schon verloren.